Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Heute mal ganz neue Perspektive in Kooperation mit B&H Reisemobilvermietung aus Bad Wildungen haben wir heute mal einen Praxistest. Und zwar hat mir der Holger von B&H diesen schön knuffigen Caretta Mini zur Verfügung gestellt. Ich bin heute mit meiner wundervollen Frau hier in Naumburg auf dem Campingplatz und wir werden den Guten heute einfach mal testen. Und was wir da so testen, da würde ich sagen, legen wir los nach dem Intro. Bis gleich. Schön, dass ihr dabei seid. Also der Caretta Mini. So, also hier vorne mache ich jetzt nicht auf. Da ist nicht viel drin. Da habt ihr Truma Therme drin, den Wasserboiler quasi, 95 Amperestunden Aufbaubatterie und FI-Schutzschalter. Schönes großes Bugfenster mit Verdunklung und Fliegengitter. Da unten seht ihr schon Landstromanschluss, eure große Tür mit Ausstellfenster. Könnt ihr also aufmachen. Ebenfalls Verdunklung und Fliegengitter, die schönen Alufelgen, ein Dachgepäckträger und ein schönes großes Heki. Dann habt ihr hier hinten euren Frischwassereinfüllstutzen und die Außendusche. Und dann sind wir schon am Herzstück. Bevor wir das aber angucken, machen wir einmal kurz die Klappe runter. Dann könnt ihr mal oben drauf gucken, da haben wir die dritte Bremsleuchte. So. Hat eine 100er Zulassung, wie ihr da seht. Das Kennzeichen darf ich zeigen. Es ist ein Mietfahrzeug. So, die Küche, ihr Lieben. Dann haben wir, fangen wir mal hier an. Euren Einflammherd mit Spülbecken, Schalter, Wasserpumpe, Frischwasserstandsanzeige, Schalter für die Truma-Therme. Da könnt ihr schön Teller, Tassen, Besteck und so weiter. Da ist Lichtschalter, 230 Volt Steckdose. Hier dekoriere ich mal wieder schön. Zack. Habt ihr eure Kompressorkühlbox, damit ihr auch mal seht, was hier so alles reingeht. Ja. Also das ist jetzt für heute bis morgen früh. Hier unten seht ihr schon das Stoßrohr. Und dann machen wir hier unten mal das Wunderfach auf. Da habt ihr euren Frischwassertank, euren Gasanschluss. Und das, ihr Lieben, ist eure Heizung für den Innenraum. Und wer sich fragt, wie soll das Ding denn so einen Wohnwagen warm machen? Das sind sage und schreibe 600 Watt, was dieses kleine Teil leistet. Und glaubt mir, das bringt euch zum Schwitzen. Da könnt ihr davon ausgehen. Die Rückleuchten, hier habt ihr noch ein Ersatzrad. Da eure Außenlampe. Ich finde es süß, dieses den Caretta. Hier habe ich euch mal so ein Fenster aufgemacht. Da seht ihr das mal. Sind jetzt die Mückenplissés unten. Die Tür genauso groß wie auf der anderen Seite. Ja, eure Alco-Anti-Schlingerkupplung. Und dann seid ihr schon mit mir gemeinsam schön rum um das Fahrzeug. Habt ihr alles gesehen? Zumindest was die Roomtour außen betrifft. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt das gute Stück mal auf. So. Das seht ihr schon, wenn die Tür auf ist, damit man auch schön sieht, wo ihr seid. Könnt ihr hier auch schön aufmachen und verriegeln. Und dann habt ihr hier Fliegengitter und Verdunklungsplissé. Und dann gucken wir mal rein in das gute Stück. Ja, ich gehe auf die 50 zu, aber ich mag noch Kuscheltiere tatsächlich. Dann habt ihr hier oben nochmal unterm Fenster schön eine Ablage, da nehme ich mal kurz die Dekobücher weg, wo ihr auch noch mal schön Stauraum habt. Drei Fächer, seht ihr das? Sehr schön. So, die Bücher meiner Frau stelle ich hier mal wieder hin. Da oben, da auch noch mal Beleuchtung für die Außenleuchte.
Hier unten habt ihr dann eure Beine. Wir haben hier eine Liegefläche von 1,20 mal 1,80 oder 1,85. Muss ich gleich noch mal in den Flyer gucken tatsächlich. Aber ich füge euch hier mal einen QR-Code ein. Den könnt ihr euch abscannen und dann könnt ihr euch alles Nennenswerte zu diesem Fahrzeug direkt auf der Homepage angucken. Die wissen garantiert noch viel mehr über das Fahrzeug, als ich tatsächlich wissen könnte. Hier habt ihr eure Voltanzeige für die Batterie und ein Doppel-USB. Da hinten ist die 230 Volt Steckdose, wo ihr bei kälteren Temperaturen dann auch eure Heizung einklippen könnt. Hier habt ihr noch mal ein schönes Fach. Da ebenfalls. Und hier habt ihr auch noch mal euer Bedienpanel. So, so raus. Jetzt ist der kleine Quälgeist nämlich auch draus. So, seht ihr, die Batterie ist angeschalten, ist voll. Und ihr seht schon, was wir damit alles anschauen kann. Hier habt ihr auch noch mal so eine schöne Ablage. Hier ist vom Vermieter ein Spannbettlaken drin. Das haben wir jetzt nicht benutzt. Wir haben ein eigenes mitgenommen. Und da habt ihr hier so, seht ihr das? Könnt ihr einmal hier einhängen und hier oben zumachen. Das ist einfach, aber schön gelöst. Und ihr habt hier auch noch mal große Fliegengitter. Das zeige ich euch jetzt. Hier oben habt ihr Ambientebeleuchtung. So. So, und dann ist das mal alles jetzt schön an. Und ich zeige euch mal, wie das dann offen aussieht. So. Und ich würde sagen, damit haben wir es gesehen. Und ja, komme ich jetzt mal zu den ersten Erfahrungen mit dem Fahrzeug. Und das mache ich wieder vor der Kamera, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben, was er so hat oder vielleicht aus eurer Sicht nicht hat, das habt ihr jetzt alles gesehen. Ungeschminkt. Und ich habe hier so einen schönen Flyer bekommen von B&H Reisemobil Vermietung in Bad Wildungen. Hat mir der liebe Holger gegeben. Und ich lese euch mal vor, was hier so steht. Also, Caretta Mini, der kleinste. Ein Mini-Wohnwagen, der auch von Trikes, Quads und E-Autos gezogen werden kann. Dürfen wir vorstellen, der Caretta Mini, eingeführt Anfang 2022. Campingküche mit warmem Wasser und Kühlbox, komfortables Bett für zwei Personen und ausreichend Stauraum vorhanden, in vier Farben ohne Aufpreis erhältlich, natürlich auch mit weiteren Extras. Die Liegefläche, hier habe ich es nochmal schwarz auf weiß, 1,20 m x 1,89 m. Ihr habt eine Länge von 3,97 m, eine Breite von 1,75 m, eine Höhe von 1,78 m, ein Leergewicht von 390, nicht wie ich vorhin, glaube ich, gesagt habe, 350, ne? Asche auf mein Haupt, herrlich unperfekt. Und ein zulässiges Gesamtgewicht von 750 Kilo, eine Stützlast habt ihr hier von 70 Kilo. Das Chassis ist aus galvanisiertem Stahl und ihr habt eine 100 km/h Zulassung. Den QR-Code habe ich euch eingescript. Da findet ihr alle weiteren Infos zu diesem Fahrzeug. Schaut euch das mal an. Der ist es wirklich wert. Das ist, mag man drüber lachen, aber wir sind bis jetzt positiv überrascht. Und was man so im Campingalltag mit dem ganzen guten Stück machen kann, das seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos. Und wo ich mich schon drauf freue, ist, euch dann morgen zu berichten, beziehungsweise für euch gegen Ende des Videos dann, wie die Nacht so war. Technische Daten habt ihr, Roomtour habt ihr und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf des Videos und was wir so mit dem guten Stück so anstellen. Wir sehen uns ganz bewusst vor der Kamera morgen wieder und dann bis später.
Meine Frau hat wunderbar improvisiert Nudel-Schinken-Gratin gemacht im Omnia, hier im Caretta Mini. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Und Gurte, wie der Kai aus der Schweiz so schön sagt. Grüße gehen raus. So, ihr Lieben, nach einem gepflegten Essen sollte man ja immer ein bisschen spazieren gehen, so von wegen. Und genau das tue ich mit meiner lieben Frau jetzt mal. Wir gehen eine Runde über den Campingplatz und ja, ich nehme euch einfach mal mit. Morgen miteinander. Ja, das war die Nacht im Caretta Mini und ich werde jetzt erstmal wach und schnapp mir einen Kaffee und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, der Kaffee ist getrunken, der Katzenwäsche ist gemacht, Fahrzeug ist wieder in den Zustand zurückversetzt, wie wir es übernommen haben, alles schön sauber, alles ausgeräumt, unseren Kram schon wieder in den PKW gepackt, so dass wir den Wagen jetzt wegbringen können, hinstellen können und dann wieder nach Hause tuckern. Das Fazit zum Caretta Mini, bereitgestellt von B&H Reisemobilvermietung in Bad Wildungen. Ja, also an Gesprächsstoff mangelt es nicht. Wenn ihr damit auf den Platz kommt, die Blicke sind euch sicher und ihr könnt ein Monatsgehalt drauf verwetten, dass die Leute kommen, fragen, dürfen wir mal gucken. Und also viele nette Menschen dadurch kennengelernt. Das ist Camping, oder? So definiere ich das zumindest. Nicht abschotten durch Hecken und Zäune, sondern einfach ins Gespräch kommen mit anderen Campern. Ein bisschen fachsimpeln. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also was das betrifft, ganz klar Note 1. Kochen hinten haben wir gemacht, ein aus dem Kopf Rezept für einen Nudel-Schinken-Gratin mit unserem Omnia-Backofen. Hat Bombe geklappt, alles super. Die Kompressor-Kühlbox hat für uns für ein Wochenende absolut ausgereicht. Getränke schön kühl und auch innen mit der Ambientebeleuchtung, die man dann ja von einem schönen warmen Weiß sogar noch auf Rot stellen kann, dann passt es zum Caretta-Panel im Innenraum, was auch alles rote LEDs sind. Da hatten wir dann doch noch ein kleines Schmunzeln am Abend. Ja, das Schlafen, 1,20 Meter mal 1,89 Meter mit zwei Mann, es ist geräumiger als man denkt. Und wir haben eigentlich relativ gut geschlafen. Einziger Punkt ist, es ist einfach kein Lattenrost, kein Froli-System oder ähnliches. Die Matratze ist sehr straff. Das ist gewöhnungsbedürftig, wenn man gewohnt ist, weicher zu schlafen. Aber tatsächlich, es ging dann in der Nacht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir schlecht geschlafen haben.
das eigentlich, würde ich sagen, einziger Kritikpunkt. Ansonsten, der Spaßfaktor ist 100% Kochen top vom Platz her. Man kam sich eigentlich nicht wirklich ins Gehege, wenn man sich einmal an die Platzverhältnisse gewöhnt hat. Es ist kein 1,80 x 2 Meter Schlafpalast, das muss einem klar sein, aber dafür ist das Fahrzeug auch nicht gedacht. Kurzum, ich würde sagen, eine ganz souveräne Note 2. Und kurzum ans Konzept gesamt Daumen hoch. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich beim Holger von B&H Reisemobilvermietung in Bad Wildung zur Verfügung stellen vom Caretta Mini. Und ja, wir hatten viel Spaß. Was wir erlebt haben, könnt ihr auch erleben. Daten stehen in der Videobeschreibung. Meldet euch beim Holger. Macht selber mal die Erfahrung. Muss man mal gemacht haben. Fun-Faktor 100%. Ich bedanke mich nochmals, hoffe auf weitere Kooperationen und ansonsten, wie immer, bleibt gesund und passt auf euch auf und schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal ist. Herzlich willkommen auf Lebenszeit TV. Ich bin euer Andi, ich bin jetzt raus und ciao.